Abend, meine sehr verehrten Damen und Herren. Zu einer Sonderzeit im Bild begrüßen Sie Klaus Idlinger. Und Ursula Stenzel. Die Vorarlberger sind in ganz Österreich für die Unverständlichkeit ihres Dialekts berühmt und auch gefürchtet. Diesem Umstand will nun die Vorarlberger Landesregierung mit einem spektakulären Schritt Rechnung tragen. Man diskutiert das Verbot eines der beliebtesten Umgangsausdrücke. Zu einer brisanten Diskussion kam es heute in der Vorarlberger Landesregierung zum Thema Abschaffung des Wortes Xi aus dem allgemeinen Sprachgebrauch. Bedeutende Politiker sprachen sich wegen der immer größer werdenden Unverständlichkeit des Vorarlberger Dialektes gegen dieses Wort aus, das gewesen bedeutet. Auch andere Worte und Redewendungen, zum Beispiel Wöllerwerk oder Kastenker und nicht Lukla, standen zur Diskussion. Die Abgeordneten der FPÖ forderten sogar ein Volksbegehren zu diesem Thema. Begründung: Dies würde eine Abänderung von Artikel 5 der Verfassung des Landes Vorarlberg erfordern. Artikel 5. Landessprache. Die deutsche Sprache ist die Landessprache. Das Land bekennt sich zur Pflege der in Vorarlberg beheimateten Mundarten. Erste urkundliche Erwähnung des Wortes Xi gab es bereits am 7. Februar 1807 zur Zeit Hunfrieds Graf von Rätien. Das Dekretum Alemanni 1756 von Kaiserin Maria Theresia wollte den Vorarlbergern Dialektwörter verbieten, was zu heftigen Auseinandersetzungen führte. Zur neu entflammten Diskussion befragten wir die Bevölkerung. Was sagen Sie zur Abschaffung von Mundartwörtern, wie zum Beispiel Xi von dem Vorarlberger Sprachgebrauch? Ja, wäre ich der Meinung, Xi, dass wir solche Sachen mit Drehrädern lösen. Schade, finde ich. Man muss abschaffen. Mhm. Aber wer schafft es dann? Ich habe es gesehen. Die Regierung setzt sich das Ganze noch mit gründlich durch den Kopf gerade auf. Schnapsidee. Bleibt nur zu hoffen, dass dieser Widerstand in der Bevölkerung nicht zu einem Glaubenskrieg im Ländle ausartet. Ein Skandal, dessen Tragweite bislang noch nicht abschätzbar ist, erschüttert die Südsteiermark in Reznai. Im Bezirk Leibnitz hat man heute ein Kernkraftwerk entdeckt, das vermutlich bereits Mitte der 60er Jahre errichtet wurde und bis jetzt als Zementwerk getarnt war. Unser Reporter Alex Krasmuck ist vor Ort. Wir schalten live nach Reznai. Ja, danke, Klaus Edlinger. Ich melde mich hier live aus Reznai. Die Bevölkerung ist trotz dieser sensationellen Entdeckung relativ gelassen. Glaubten Sie doch bislang in der Umgebung eines alten Zementwerks zu leben, so stellte sich dies nun als unheimlicher Schwindel heraus. Die meisten von Ihnen verbrachten den Großteil Ihres Lebens in unmittelbarer Nachbarschaft eines tödlich strahlenden Reaktors. Gesund wär's nicht, ne? Was das wirklich wäre, ne? Ja, stapp nichts mehr. Stapp nicht mehr? Na. Und deswegen ist es beruhigend? Ja. Ja, heute das erste Mal los jetzt. Wie man sieht, nimmt die Reznaier Bevölkerung diesen sensationellen Fund relativ gelassen hin. In diesem Sinne sind auf die Stellungnahmen der führenden österreichischen Politiker zu werten. Mein erster Gedanke dabei war, Gott, was kann man tun, dass so etwas nie wieder passiert? Und die Frage ist auch, wo passiert sozusagen die Enthemmung? Aber Worte allein eben werden es nicht tun. Man wird viel mehr tun müssen. Eine 48-stündige Konferenz in Wien wird es auch nicht schaffen. Man kann wirklich sagen, die Industrie hat sich hier eigentlich im Großen und Ganzen aus dem Gesetz hinausgeschwindelt. Soweit ein erster Situationsbericht aus Reznai. Unser Reporter wird versuchen, noch im Lauf dieser Sendung ein Interview mit Atomexperten Professor Blutonow zu bekommen, der sich ebenfalls in Reznai aufhält. Und nun einige Kurzmeldungen aus dem In- und Ausland.
Großbritannien. Eine unerklärliche Unfallserie beschäftigt derzeit die englischen Experten. Scheinbar völlig grundlos beginnen Kleinkinder und Babys plötzlich zu rauchen, um dann lautstark zu explodieren. Suchte man die Gründe vorerst noch in der vielfach schlechten Luft England, so scheint nunmehr klar zu sein, dass die Vorfälle mit dem in manchen Babywindeln enthaltenen Wirkstoff Apethylen zusammenhängen. Wie bekannt treten Methangase oft mit hoher Geschwindigkeit aus dem Babydarm aus. Und eben diese schnellen Gase, so dieser britische Experte, entzünden sich dann durch das Zusammentreffen mit dem Apethylen auf fatale Weise. Bis auf Weiteres werden englische Eltern jedenfalls versucht, ihren Babys weder Kohl noch Bohnen zu servieren. Gipfelknack. Die Schweizer Bevölkerung kann aufatmen. Heute Nachmittag konnte die örtliche Polizei einen langgesuchten Verbrecher fassen. Ein 36-jähriger Gipfelknacker hatte heimtückisch ungezählte Tierfallen in und um das Ortsgebiet von Gipfelknack aufgestellt. Diesen Fallen fielen insgesamt 459 Personen im letzten Halbjahr zum Opfer. Über das Motiv herrscht zurzeit noch Unklarheit. Die Skischuhe allerdings, die den geplagten Ortsbewohnern von Gipfelknack den einzig sicheren Schutz vor den Fallen boten, können nun getrost wieder ausgezogen werden. Nicht viel Neues gibt es von der Börse zu berichten. In Wien stieg heute Haschisch um 2 Prozentpunkte. Auch beim Aktionsbündel LSD, Crack und Speed hält das hoch an. Einzig Heroin stagniert nach dem großen Weihnachtsboom derzeit weltweit. In Tokio erreichte der Kokainindex eine neue Rekordhöhe von 1237 High Points. Steiermark. Großer Erfolg für die österreichische Zollfahndung. Ein 33-jähriger Türke versuchte gestern, einen ausländischen Schokoladehasen über die Grenze Spielfeldstraße nach Österreich zu schmuggeln. Die in Österreich streng verbotenen Schokohasen ausländischer Produktion erzielen am Schwarzmarkt Preise von bis zu 4 Millionen Schilling pro Stück. In einer groß angelegten Razzia in der Grazer Innenstadt konnten weitere 4 Stück sichergestellt werden. Im Brösel-Kaufhaus, da kommt zu Ostern der Nikolaus. Katzenfleisch, 10 Decker, jetzt 99. Nikoläuse, per Stück nur 5,90. Set-Angebot, 4 Nikoläuse, Windeln und eine Babyfalle, nur 99,90. Vom Brösel kann ich mich nicht lösen. Eine neue Exekutivstaffel steht seit heute probeweise in Österreichs Innenstädten zur Verfügung. Diese sogenannte befüßten innerstädtischen kontrollierenden Lizenzträger der Exekutivpolizeibehörden, Sonderkräfte, kurz Beakledeps genannt, werden für vorerst 4 Monate den Kampf gegen die überhandnehmende Gewalt in unseren Fußgängerzonen aufnehmen, kurz FUZOS. So wie hier in St. Pölten versehen seit heute die befüßten innerstädtisch kontrollierenden Lizenzträger der exekutivpolizeibehördlichen Sonderkräfte ihren Dienst. Und trotz der kurzen Einsatzdauer konnten sie bereits erste Erfolge verbuchen. These boots are made for walking, and that's just what they'll do. One of these days these boots are gonna walk all over you. Gehen Sie rechts ran. An dieser Stelle sollte eigentlich das Blaulicht blinken. Das tut es nicht. Warum? Nicht weil wir, die FPÖ, die Vereinigten Blaulichthersteller Österreich, so ein schlechtes Produkt erzeugt hätten. Nein, vielmehr, weil das technische Know-how der Filmcrew unserem Erzeugnis einfach nicht gewachsen war. Überhaupt möchte ich hier bemerken, dass dieser Film ein absoluter Schwachsinn ist. Hey, Sie da! Gehen Sie rechts ran! Ja? Ist Ihnen eigentlich klar, was Sie da gerade gemacht haben? Nein! Freundchen, Sie haben Gärflucht begangen. Oh, oh. Das kommt Sie teuer zu stehen.
die Behörden bislang noch nicht über eine Strafe für diese G-Sünder einigen konnten, werden sie vorerst in Arrestzimmern wie diesem verwahrt. Eine schnelle Lösung des Problems wäre jedoch für alle Beteiligten von Vorteil. Die Bickeldebs sollen nach einer Verlautbarung des BMFI, des Bundesinnenministeriums, bei Erfolg zu einer ständigen Einrichtung werden. Wie angekündigt, schalten wir noch einmal in die Südsteiermark nach Reznai. Dort ist es unserem Korrespondenten Alex Krasmuk gelungen, den bekannten Atomphysiker Albert Plutonow für eine erste Stellungnahme zu gewinnen. Bei mir ist nun Atomexperte Professor Albert Plutonow. Herr Professor, worin sehen Sie die Gefahren dieses so plötzlich entdeckten Kernkraftwerks? Die Synergieeffekte sind es, die eine Synthese von Protonen und Elektronen bewirken, was wegen einer potenziellen nuklearen Eruption gefährlich ist, denn diese molekularen Kräfte sind sehr, sehr explosiv. Meine Damen und Herren, Sie sehen selbst, Reznai liegt im Inferno. Letzte Warnung des Professors. Die Bewohner im Umkreis von 300 Kilometern sollen sich Schutzmasken aufsetzen. Danke nach Reznai. In ganz Österreich herrschen Temperaturen jenseits der 1000-Grad-Marke. In der Südsteiermark ist es stark bewölkt. Das war heute die Zeit in Wien. Ich verabschiede mich von Ihnen, auch im Namen meines Kollegen Klaus Edlinger, der leider keine Schutzmaske mehr bekommen konnte. Auf Wiedersehen.